begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Kossi liest Video. Diesmal wieder mit einem Buch, das ich überhaupt nicht kenne, von dem ich auch nicht weiß, ob ich es jetzt lesen würde. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen, denn im Moment bin ich noch genauso ahnungslos wie ihr. Ich rede von dem Buch Die Erbin. Geschrieben wurde es von Simone Arnstedt und ich lese mal zunächst vor, was hinten drauf steht als Klappentext oder Rückentext. Sie ist die Erbin einer großen schwedischen Familiendynastie. Er ein Emporkömmling aus der Arbeiterschicht. Sie kämpft um die Anerkennung ihres Vaters. Er hat nur ein einziges Ziel, ihre Familie zu zerstören. Sein Plan ist, sie auf seine Seite ziehen. Aber ihre Loyalität ist unantastbar. In einer Welt, in der nichts zählt, außer Macht, Geld und Status, treffen zwei Menschen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten und deren Liebe unmöglich ist. Doch eine einzige Nacht lang sind sie keine Rivalen. Eine einzige Nacht lang sind sie eine Frau und ein Mann, die all das vergessen, was zwischen ihnen steht. Und in dieser einen Nacht wird sich ihr Leben für immer verändern. Dramatisch. Ja, die Autorin Simone Arnstedt ist von Beruf Psychologin. Mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern lebt sie in der Nähe von Stockholm. Nach mehreren historischen Romanen ist dies ihr erster zeitgenössischer Liebesroman, in dem sie es sogleich auf die schwedische Bestsellerliste schaffte. Okay. Das Cover finde ich auch schön. Obwohl ich jetzt auf den allerersten Blick eigentlich gedacht hätte, dass es tatsächlich ein historischer Roman ist. Aber wenn ich es mir jetzt ganz genau angucke, ist es ja ein sehr modernes Kleid eigentlich, ne, das die Dame da anhat. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Also, ich lese euch jetzt einen Teil des zweiten Kapitels vor. Und die Überschrift lautet, beziehungsweise es ist ein Datum, Donnerstag, 26. Juni. Natalia durchsuchte diverse Papierstapel auf ihrem Schreibtisch. Sie zog ein Blatt mit Tabellen und Zahlen heraus. Aha, rief sie und wedelte mit dem Papier. Sie warf der platinblonden Frau, die auf dem schmalen Besucherstuhl saß, einen triumphierenden Blick zu. Eigentlich fand der Stuhl in dieser Besenkammer, die Natalia als Büro diente, kaum Platz. Natalias Freundin Asa Bjelke warf einen teilnahmslosen Blick auf das Blatt Papier, bevor sie sich wieder der Begutachtung ihrer nudefarben lackierten Fingernägel zuwandte. Natalia betrachtete das Chaos auf ihrem Schreibtisch. Sie hasste Unordnung, aber es war nahezu unmöglich, auf dieser kleinen Fläche Ordnung zu halten. »Wie geht's dir eigentlich?«, fragte Asa und nippte in ihrem Take-Away-Kaffee, während sie mit dem Blick verfolgte, wie Natalia erneut den Papierstapel zu durchsuchen begann. »Ich frag nur, denn du wirkst ziemlich unkonzentriert«, fuhr sie fort. »Du hast zwar so einige sonderbare Seiten, aber ein Mangel an Konzentration gehört nicht gerade dazu. So habe ich dich noch nie erlebt.« Natalia runzelte die Stirn. Ein wichtiges Dokument war spurlos verschwunden. Sie würde eine der bereits über die Maßen gestressten Assistentinnen fragen müssen. J.O. hat gerade aus Dänemark angerufen, erklärte sie und meinte damit ihren Chef. Er bat mich, einen Bericht weiterzuleiten, den ich einfach nicht finden kann. Sie erblickte ein weiteres Blatt Papier, zog es hervor und las es mit müden Augen. In der vergangenen Nacht hatte sie nicht gerade viel Schlaf bekommen. Erst hatte sie wegen einer bevorstehenden Fusion, die nahezu ihre gesamte Zeit in Anspruch nahm, bis spät in die Nacht gearbeitet. Und dann hatte am frühen, sehr frühen Morgen auch noch ein Kunde angerufen, um sich über eine Sache zu beschweren, die definitiv auch noch ein paar Stunden hätte warten können. Sie sah Asa fragend an. »Was meinst du damit, dass ich sonderbare Seiten habe?« Asa ging nicht darauf ein, sondern nahm noch einen Schluck aus ihrem Pappbecher. »Wo liegt das Problem?«, fragte sie. »Die Probleme«, korrigierte Natalia. »Die Arbeit, Papa, Mama, alles.« »Aber du, dieses Suchen nach irgendeinem Blatt Papier, führt das denn zu irgendetwas? Was ist eigentlich aus der papierfreien Gesellschaft geworden?« Natalia schaute erneut auf. Ihre Freundin sah fit und ausgeruht aus, gut gekleidet und frisch manikürt und eine Welle der Irritation durchfuhr sie. »Nicht, dass ich mich nicht über deine unangekündigten Besuche freuen würde«, sagte sie, nicht ganz aufrichtig,
Aber Papa beklagt sich ständig über die hohen Gehälter seiner Juristen. Solltest du nicht um diese Zeit bei Investum sein und für dein Gehalt etwas tun? Ich meine, anstatt hier im engen Büro im Prada-Kostüm herumzusitzen und mich zu schikanieren? Asa winkte ungeduldig ab. Ich verdiene definitiv mein hohes Gehalt. Und du weißt, dass dein Vater mich in Ruhe lässt. Sie warf Natalia einen eindringlichen Blick zu. Das weißt du genau. Natalia nickte. Sie wusste es. Ich war gerade in der Nähe, fuhr Asa fort, und wollte nur fragen, ob du mit mir zu Mittag essen möchtest. Wenn ich nämlich noch ein weiteres Mal zusammen mit irgendwelchen Juristen von Investum zu Mittag essen muss, bringe ich mich um. Tja, wenn ich gewusst hätte, wie todlangweilig Juristen sind, hätte ich etwas anderes studiert. Sie fuhr sich durch ihre blonde Mähne. Ich würde zum Beispiel eine gute Sektenführerin abgeben. Tut mir leid, antwortete Natalia rasch. Zu rasch. Was sie aber zu spät merkte. Ich bin beschäftigt. Sie räusperte sich. Sorry, fügte sie völlig unnötig hinzu. Wie gesagt, ich bin beschäftigt. Sie senkte den Kopf und begann in einigen Papieren zu blättern, die sie schon einmal durchgesehen hatte, um Asas durchdringlichem Blick zu entkommen. Wirklich? Ja, antwortete Natalia. So ungewöhnlich ist es ja wohl nicht, oder? Asa kniff die Augen zusammen. Dafür, dass du eine Auffassungsgabe wie ein Computer besitzt, kannst du erstaunlich schlecht lügen, konterte sie. Gestern hattest du noch nichts vor, wie du selbst gesagt hast. Und andere Freunde hast du nicht. Versuchst du etwa, mir aus dem Weg zu gehen? Nein, ich bin beschäftigt. Und ich würde niemals auch nur davon träumen, dir aus dem Weg zu gehen. Du bist meine beste Freundin, auch wenn ich sehr wohl noch andere Freunde habe. Aber vielleicht morgen? Ich lade dich ein. Und womit bist du beschäftigt, wenn man fragen darf? Wollte Asa wissen, ohne sich durch das Versprechen zukünftiger Essenseinladungen ablenken zu lassen. Natalia antwortete nicht. Sie schaute auf den übervollen Schreibtisch vor sich. Jetzt wäre der geeignete Zeitpunkt für ein klingelndes Telefon oder einen Feueralarm, dachte sie. Asa riss die Augen auf, als hätte sie gerade eine Eingebung gehabt. Aha, und wer ist er? Mach dich nicht lächerlich, ich bin nur zum Mittagessen verabredet. Asas Augen zogen sich zu zwei türkisfarbenen Schlitzen zusammen. Aber du benimmst dich so merkwürdig, selbst für deine Verhältnisse. Und mit wem? Natalia presste die Lippen aufeinander. Natalia, mit wem? Natalia gab auf. Mit jemandem von HC oder HC? Asa schob ihre hellen Augenbrauen zusammen. Mit wem? Fragte sie ein weiteres Mal. Möglicherweise wäre aus ihr ja eine gute Sektenführerin geworden, aber zweifellos auch eine ausgezeichnete Vernehmungsleiterin, dachte Natalia. All dieses blondige Tour mit ihrem hellen, lockigen Haar war reine Ablenkung. Es handelt sich lediglich um ein unverbindliches Mittagsmeeting, sagte sie defensiv. Ein Geschäftsessen. Er kennt G.O., fügte sie hinzu, als würde die Tatsache, dass ihr Lunchdate ihren Chef kannte, die Sache erklären. Wer? Sie kapitulierte. David Hammer. Asa lehnte sich auf ihren Stuhl zurück und grinste breit, bis sie schließlich übers ganze Gesicht strahlte. Also der Boss persönlich, sagte sie. Mr. Corporate Raider himself. Der größte Bad Boy der Finanzwelt. Sie legte den Kopf schräg. Versprich mir, dass du alles daran setzt, ihn ins Bett zu kriegen. Du hast sie ja nicht mehr alle, entgegnete Natalia. Du bist sexsüchtig. Eigentlich wollte ich sowieso absagen. Ich bin ziemlich im Stress. Aber eines der Dinge, die ich in dieser Unordnung auch nicht finden kann, ist das Handy, in dem ich seine Nummer gespeichert habe, fügte sie hinzu. Wie zum Teufel konnte man ein Handy in einem Raum verlieren, der gerade mal 4 Quadratmeter groß war? Aber warum, um Gottes Willen, nimmst du dir denn keine Assistentin? Ich habe eine Assistentin, entgegnete Natalia, die im Gegensatz zu mir ein Privatleben hat. Ihre Kinder sind nämlich krank geworden, sodass sie nach Hause musste. Natalia schaute auf die Uhr. Schon gestern. Mit einem Seufzer
sank sie tiefer in ihren Bürostuhl. Sie schloss die Augen, hatte keine Lust, noch länger zu suchen. Sie war wirklich am Ende. Es kam ihr so vor, als hätte sie seit Ewigkeiten nonstop gearbeitet. Dennoch lag sie mit allem möglichen Papierkram im Rückstand, musste noch einen Bericht vorbereiten und mindestens 5 Meetings buchen. Eigentlich hatte sie gar keine... Natalia? Asas Stimme ließ sie zusammenzucken und Natalia merkte, dass sie kurz davor gewesen war, auf dem unbequemen Bürostuhl einzudösen. Was ist? Asa betrachtete sie mit ernstem Blick. Das herausfordernde Grinsen war verschwunden. Hammer Capital ist weiß Gott nicht so ein übler Laden, wie dein Vater und dein Bruder denken. Sie sind tough, ja, aber David Hammer ist beileibe nicht der Teufel persönlich. Und er sieht verdammt gut aus. Du brauchst dich wirklich nicht zu schämen, wenn du dich auf ein Treffen mit ihm freust. Nein, meinte Natalia, ich weiß. Trotzdem hatte sie sich gefragt, was der legendäre Chef von Hammer Capital ausgerechnet von ihr wollte. Er war zwar in der Tat nicht der Teufel persönlich, aber er hatte selbst mit dem Maß der Finanzbranche gemessen, den Ruf, knallhart und rücksichtslos zu sein. Nein, ich werde nur mit ihm zu Mittag essen und das Terrain sondieren, entgegnete sie entschieden. Wenn er vorhat, irgendein Deal mit unserer Bank abzuschließen, muss er sich sowieso an GO wenden und nicht an mich. Die Sache ist nur die, dass man das bei Hammer Capital nie genau weiß, meinte Asa und stand mit einer eleganten Bewegung auf. Und außerdem unterschätzt du deine Fähigkeiten. Kennst du etwa eine andere Person, die so gescheit ist wie du? Nein, also. Sie strich mit der Hand über ihren absolut flecken- und faltenlosen Rock. Zum eng anliegenden Kostüm, Natalia wusste zufällig, dass dieses Kostüm von Prada individuell für Asa maßgeschneidert worden war, trug sie eine schlichte Seidenbluse und hellbeigefarbene Pumps und sah dennoch aus wie ein glamouröser Filmstar. Asa beugte sich über den Schreibtisch. Du weißt genau, dass es dir ziemlich egal sein kann, was dein Vater denkt, sagte sie, womit sie zielsicher einen wunden Punkt traf. Du bist verdammt smart und wirst es weit bringen. Du könntest auch hier Karriere machen. Asa schlug mit den Armen in Richtung der Bürolandschaft vor ihnen aus, die zur schwedischen Filiale einer der weltgrößten Banken, der Bank of London, gehörte. Du musst nicht zwangsläufig im Familienunternehmen arbeiten, um Wertschätzung zu erfahren, fuhr Asa fort. Dort vertreten sie die weitaus mieseste Einstellung gegenüber Frauen, die man sich denken kann, und das weißt du. Dein Vater ist hoffnungslos, dein Bruder ein Idiot und der Rest des Vorstands besteht aus chauvinistischen Machos. Ich muss es wissen, ich arbeite schließlich mit ihnen zusammen. Sie legte den Kopf schräg. Du bist intelligenter als sie alle zusammen. Vielleicht. Und warum hast du dann keinen Posten im Vorstand? Aber du arbeitest ja trotz allem da. Du bist doch zufrieden, oder? Fragte Natalia und wich damit der Frage um ihre Mitgliedschaft im Vorstand von Investum aus. Das war wirklich ein Wunderpunkt. Ja, aber ich bin durch die Quote reingerutscht, antwortete Asa. Durch einen Mann, der Quoten ebenso hasst wie Einwanderer, Feministinnen und Leute aus der Arbeiterklasse. Ich bin sein Alibi. Er kann jederzeit auf mich verweisen und sagen, dass er selbstverständlich Frauen einstellt. Papa hasst keine, protestierte Natalia, verstummte aber. Asa hatte recht. Und außerdem tue ich deinem Vater leid, weil ich keine Eltern mehr habe, fuhr Asa fort. Darüber hinaus hege ich keinerlei Ambitionen, Chefin zu werden und diesen elendigen Laden zu übernehmen. Meine einzige Ambition besteht darin, nicht vor Langeweile zu sterben. Aber du könntest so weit nach oben kommen, wie du willst. Asa nahm ihre 50.000 Kronen Handtasche und begann darin zu wühlen. Sie zog einen Lippenstift hervor und fuhr sich damit leicht über die Lippen. Er hat mich um ein diskretes Treffen gebeten, erklärte Natalia. Eigentlich hätte ich dir gar nichts sagen dürfen. Du erzählst es doch nicht weiter, oder? Dummerchen, natürlich plaudere ich nichts aus, aber was glaubst du, will er? Wahrscheinlich handelt es sich um irgendeine Finanzierung.
vielleicht ein Geschäft mit einem unserer Kunden? Ich habe keine Ahnung. Hab die halbe Nacht wachgelegen und versucht, es herauszufinden. Vielleicht will er ja auch einfach nur networken? Es war nicht ungewöhnlich, dass Leute sie aufgrund ihres Backgrounds treffen wollten. Eine de la Grippe, eine Frau mit den richtigen Kontakten und der passenden Abstammung. Sie verabscheute das. Aber David Hammer hatte sie neugierig gemacht. Er hatte weder einschmeichelnd noch aalglatt geklungen, lediglich höflich. Und außerdem musste sie sowieso etwas essen. Also, Asa warf ihr einen nachdenklichen Blick zu. Eigentlich müsste ich ja mitkommen, denn wer weiß, welch dummes Zeug du in meiner Abwesenheit von dir gibst. Natalia verzichtete darauf, Asa auf die Tatsache hinzuweisen, dass sie als eines der vielversprechendsten Talente der Finanzwirtschaft galt, einem der komplexesten Gebiete innerhalb der Finanzbranche und dass sie außerdem ganz oben im Ranking aller Absolventen stand, die jemals ein Examen an der Handelshochschule Stockholm abgelegt hatten. Oder dass sie im Zuge ihrer Arbeit mit Unternehmensfinanzierungen, Firmenübernahmen und Consultings buchstäblich hunderte Millionen schwedischer Kronen täglich bewegte und kurz davor stand, eines der kompliziertesten Bankgeschäfte abzuwickeln, das jemals in Schweden getätigt worden war. Trotzdem hatte Asa recht. Wer wusste schon, was sie heute für dummes Zeug plappern würde, so unkonzentriert wie sie war. »Ich rufe dich an und erzähle dir, wie es gelaufen ist«, meinte sie nur. Asa betrachtete sie lange. »Hör dir wenigstens an, was er will«, sagte sie schließlich. »Es kann nicht schaden. Viele würden über Leichen gehen, um mit David Hammer zusammenarbeiten zu können. Oder Sex mit ihm zu haben.« »Findest du es nicht zu riskant, wenn ich zusammen mit ihm gesehen werde?«, fragte Natalia und verabscheute den unsicheren Ton in ihrer Stimme. »Natürlich ist es riskant«, entgegnete Asa. »Er ist gefährlich, reich. Und dein Vater hasst ihn. Was willst du mehr?« »Soll ich absagen?« Asa schnalzte missbilligend mit der Zunge und schüttelte den Kopf. »Ein Leben ohne Risiko ist kein Leben«, entgegnete sie. »Ist das etwa der Spruch des Tages?«, fragte Natalia. Asa lächelte, richtete sich auf und reichte Natalia ihren ausgetrunkenen Kaffeebecher. Er war weiß und mit einem schwarzen, verschnörkelten Schriftzug versehen. Nein, das stand da drauf. Diese Kaffeekette hat offensichtlich eine poetische Ader, antwortete sie. Dann werde ich wohl mal wieder zurück in mein Büro gehen und ein paar Telefonate führen. Vielleicht finde ich ja jemanden, den ich feuern kann. Juristen sind wirklich keine freundlichen Zeitgenossen. Wo trefft ihr euch eigentlich? Auf Dew Garden im Ulla Windblatt. Es gibt Schlechteres, sagte Asa mit der Miene einer Kritikerin, die ausnahmsweise einmal nichts zu beanstanden hatte, obwohl sie sich ernsthaft bemühte. Sie strich mit den Fingern über ihren Schal. Als Natalia zuletzt einen solchen Seidenschal gesehen hatte, lag er in einem Regal im Nobelkaufhaus Nordiska Kompaniet und war mit einem Preisschild mit einem vierstelligen Betrag versehen. »Du bist ein Snob, weißt du das?«, meinte sie. »Qualitätsbewusst«, korrigierte Asa und schob die Griffe ihrer Handtasche über ihre Schulter. »Schließlich können nicht alle Massenware kaufen. Das versteht sich doch von selbst.« Sie schüttelte sich kurz und warf Natalia dann einen strahlenden, türkisfarbenen Blick zu. »Vergiss nur nicht, dich zu schützen. Wer weiß, mit wem er schon alles geschlafen hat.« Natalia verzog das Gesicht. »Wie es scheint, hauptsächlich mit Prinzessinnen. Jedenfalls, wenn man den Gerüchten glauben darf«, entgegnete sie, da sie es sich nicht hatte nehmen lassen, im Internet durch die Klatschseiten zu klicken. »Bäh, europäische Neureiche, dieses Gesindel«, entgegnete Asa, deren Adelsgeschlecht aus dem 13. Jahrhundert stammte. »Tu nichts, was ich nicht auch machen würde.« »Dann war der Rahmen ja recht großzügig gesteckt«, dachte Natalia, schwieg jedoch. »Willst du das da etwa anbehalten?«, fragte Asa und musterte Natalias Kostüm mit einer Miene, die andeutete, dass es möglicherweise doch noch etwas Schlimmeres als Massenware gab. »Wo zum Teufel hast du das denn ausgegraben?« »Es ist doch nur ein Mittagessen«, sagte Natalia verteidigend. »Und außerdem ist das Kostüm maßgeschneidert.« Asa ließ ihren Blick über den grauen Stoff gleiten. »Ja, schon möglich, aber in welchem Jahrzehnt?« »Du bist wirklich ein furchtbarer Snob«, stellte Natalia fest, während sie aufstand, auf die Tür zuging und sie für Asa öffnete.
Schon möglich, meinte Asa, aber du weißt, dass ich recht habe. Womit? Asa lächelte in einer Art und Weise, die Männer dazu verleitete, sie auf Drinks einzuladen, mit ihren Ferienhäusern zu prahlen und sich mit weit ausgestreckten Beinen zu flärzen. Mit allem, meine Liebe, mit allem. Das war das zweite Kapitel und jetzt geht's weiter mit dem dritten. Da lese ich euch aber nicht mehr das ganze Kapitel vor, sondern nur auch nur einen Teil. David verließ die Firmenzentrale von Hammer Capital im Stadtteil Blasieholmen im Herzen von Stockholm und ging in Richtung Dew Garden zum Restaurant Ulla Winblad. Ah, okay. Jetzt die Geschichte also aus der anderen Richtung. Übrigens habe ich da so ein bisschen, ich musste irgendwie so ein bisschen an Shades of Grey denken gerade. Wer weiß, ne? So, ein Oberkellner wies ihm den Weg zum Tisch, wo Natalia de la Griff bereits Platz genommen hatte. David warf einen Blick auf die Uhr. Er war früh dran, es war noch keine 13 Uhr. Unter den Gästen befanden sich im Großen und Ganzen lediglich Touristen. Natalia hatte dennoch einen Tisch ganz hinten im Lokal gewählt und sich noch dazu so platziert, dass man sie kaum sah. Es war offensichtlich, dass sie nicht zusammen mit ihm gesehen werden wollte. Was auch nicht weiter verwunderlich war, schließlich hatte er genau aus diesem Grund einen Tisch hier draußen reserviert, anstatt in einem Restaurant am Stureplan oder einem anderen zentralen Platz in der Innenstadt. Sie erblickte ihn und hob die Hand, um ihm zuzuwinken, nahm sie dann aber rasch wieder herunter, als hätte sie es sich anders überlegt. David ging auf ihren Tisch zu. Sie hatte helle Haut und sah mit ihrem ernsten Gesicht und dem eng anliegenden grauen Kostüm ziemlich unscheinbar aus. Kaum zu glauben, dass sie als Unternehmensberaterin in einer der größten international agierenden Banken und zudem für J.O. tätig war, der zu den anspruchsvollsten und exzentrischsten Chefs gehörte, denen David je begegnet war. Der aber hatte diese recht gewöhnlich aussehende Frau in den Himmel gehoben und gemeint, dass sie das Potenzial hätte, zum besten Consultant zu avancieren, den er je gehabt hatte. Sie ist scharfsinnig, gewissenhaft und couragiert, hatte J.O. geschwärmt. Sie wird es ziemlich weit bringen. Er würde also darauf achten müssen, sie nicht zu unterschätzen. Als David an ihren Tisch trat, war Natalia de la Grip bereits aufgestanden. Sie war größer, als er angenommen hatte. Sie streckte ihm eine schmale Hand mit kurzen, unlackierten Nägeln entgegen. Ihr Handschlag war fest und professionell und David konnte sich nicht verkneifen, auf ihre linke Hand zu schielen, obwohl er es bereits wusste. Kein Ring, der aufblitzte. »Danke, dass Sie so kurzfristig zugesagt haben«, begrüßte er sie. »Ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie tatsächlich kommen würden.« »Wirklich?«, fragte sie in skeptischem Ton. David ließ ihre Hand los. Die Wärme hielt sich noch etwas in seiner Handfläche und er vernahm den Duft von Kräutern und etwas Behaglichem, vage Erotischem. Bislang verkörperte sie nichts von dem, was er erwartet hatte, was ihn aufmerksamer werden ließ. Es war erstaunlich schwierig gewesen, über die allgemeinen Informationen hinaus mehr über das mittlere der drei de la Grip-Geschwister herauszufinden. Er hatte alles kurz überflogen, was im Internet, in Zeitungsartikeln sowie diversen Biografien über ihre Familie geschrieben stand. Hauptsächlich ging es darin um ihren Vater und ihre beiden Brüder, jedoch kaum um sie. Nicht einmal bei Wikipedia wurde er fündig und schon gar nicht in irgendwelchen öffentlichen Foren im Netz. Das lag ganz sicher auch daran, dass die Frauen dieser Familie schon aus Tradition völlig unsichtbar waren, obwohl die Männer in mehreren Fällen sehr vermögende Frauen geheiratet hatten. Natalias Ahnen mütterlicherseits waren alle wohlhabend gewesen. Ihre Mutter war sowohl mit dem russischen Großfürstentum verwandt als auch mit der schwedischen Finanzelite und dennoch standen formell die Männer für alle Macht wie ihr Vater Gustav, ihr Großvater Gustav der Ältere und so weiter, wenn man die Jahrhunderte zurückverfolgte. Im Unterschied zu ihren beiden Brüdern, dem Erbprinzen Graf Peter de la Grip und dem Jet-Set-Prinzen Alexander de la Grip, war Natalia weder in der Wirtschafts- noch in der Klatschpresse besonders präsent. Doch das spiegelte eher die allgemeine Wahrnehmung wider. Sie war nicht nur aufgrund ihres Namens oder ihrer Herkunft medienscheu. Keine Berufsgruppe wirkte so stark im Hintergrund wie die geheimnisumwobenen Unternehmensberater, die Consultants. Sie steuerten die Prozesse hinter den Kulissen und gaben nur selten Interviews.
Ihr dunkles Haar war zu einer strengen Frisur hochgestreckt und um den Hals trug sie eine Perlenkette. Ein Signum der Oberschicht, das David verabscheute. Nein, dachte er, während sie am Tisch Platz nahmen. Alles in allem entsprach Natalia de la Grippe genau dem Bild, das er bereits von ihr hatte. Eine knapp 30-jährige Jungfer, die auf ihre Arbeit fixiert und wohlhabend war, aber ziemlich durchschnittlich aussah. Abgesehen von den Augen, solche Augen hatte er noch nie zuvor gesehen. Sie schienen beinahe golden zu schimmern. Ich muss gestehen, dass ich neugierig geworden bin, als sie angerufen haben. Sie heftete einen goldenen Blick auf ihn, woraufhin David ein Schauer über den Rücken lief. Ein goldenen Blick? Sie heftete einen goldenen Blick auf ihn. Habe ich so auch noch nie gehört. Er nahm die Speisekarte vom Kellner entgegen und warf rasch einen Blick darauf. »Sie sind es doch bestimmt gewohnt, hofiert zu werden«, sagte er und lächelte, ein professionelles und bewusst warmherziges Lächeln. Das Finanzleben bestand schließlich zum großen Teil aus Networking und er konnte sich kaum daran erinnern, je ein Mittagessen wahrgenommen zu haben, das nicht zugleich ein Meeting war. Es würde schon mehr als ein paar ungewöhnlich schöne Augen bedürfen, um ihn aus der Fassung zu bringen. »Ja, sicher«, antwortete sie. »Die Milliardäre stehen Schlange, um mich auszuführen.« Seine Mundwinkel zuckten angesichts ihrer trockenen Selbstironie. Sie klappte die Speisekarte zu und nickte, um zu signalisieren, dass sie bereit war, zu bestellen. »Ich habe gehört, dass Sie im Schipstedt-Deal ausgezeichnete Arbeit geleistet haben«, sagte er, »um ihr ein wenig den Puls zu fühlen.« »Sie besitzen offenbar gute Quellen«, stellte sie fest und legte den Kopf ein wenig schräg. »Ich weiß nicht, ob ich mich geschmeichelt fühlen oder eher beunruhigt sein sollte.« »Nicht beunruhigt. Ich habe nur ein wenig über Sie gelesen«, erklärte er. »Sie werden als großes Talent gehandelt, das man im Auge behalten sollte.« Sie war als tough, kosmopolitisch und seriös bezeichnet worden. Und es bestand kein Grund, den Wahrheitsgehalt dieser Aussage anzuzweifeln. »Ich habe diesen Artikel auch gelesen«, sagte sie. »Warten wir es ab.« Sie lachte auf. »Sie wissen ja, wie es ist. Man ist nie besser als der letzte Deal, den man getätigt hat. Entweder ist man auf dem Weg nach oben oder nach draußen.« »Und Sie befinden sich gerade wo?« »Oh, im Augenblick definitiv auf dem Weg nach oben.« Sie sagte es ohne die geringste falsche Scham. Er konnte an den Fingern einer Hand abzählen, wie viele adlige Männer und Frauen, denen er in seinem Leben begegnet war, reden konnten, ohne alles, was sie von sich gaben, in künstliche Befangenheit und hingehauchte Scheinheiligkeit zu hüllen. Sie bestellte Fisch und David nahm das gleiche wie sie, ganz automatisch. Dasselbe Gericht zu bestellen wie die Person, die man ausführte, gehörte zum psychologischen Einmaleins. »Haben Sie denn schon immer in einer Bank arbeiten wollen?«, fragte er, als der Kellner sich entfernt hatte. »Oder hätten Sie irgendwann einmal Interesse daran, etwas anderes auszuprobieren?« Sie arbeitete schon seit einigen Jahren bei der Bank of London. Die Frage war also keineswegs unangemessen. Die junge Finanzelite war eine hungrige Meute und die meisten dieser Youngster suchten ständig nach neuen Herausforderungen. Er betrachtete erneut ihre schmalen, ringlosen Finger. Wahrscheinlich lebte sie ganz und gar für ihre Arbeit, genau wie er selbst. »Ich fühle mich wohl bei der Bank«, antwortete sie. »Sind Sie die einzige Frau in J.O.'s Team?« »Ja.« »Ich bin mir sicher, dass Sie ein Gewinn für das Unternehmen sind«, sagte er in neutralem Tonfall. »Danke«, Natalie bedachte ihn mit einem schiefen Lächeln. Sie trank von ihrem Mineralwasser. »Ich fühle mich zwar wohl bei der Bank, aber wenn ich ehrlich sein soll, besteht mein langfristiger Karriereplan darin, ins Unternehmen meiner Familie einzusteigen. Ich gehe davon aus, dass Sie wissen, um welche Familie es sich handelt.« Er nickte und spürte den altbekannten Hass in sich aufsteigen. Er lächelte, holte tief Luft und nickte dann ermunternd, als wäre er höflich interessiert und keinesfalls auf böses Blut aus. »Dort, wo ich herkomme, wird Ihre Art von Tätigkeit nicht gerade gern gesehen«, fuhr sie fort. »Diese Ehrlichkeit könnte zu einem Problem werden.« »Das ist kein Geheimnis«, entgegnete er, jedoch ohne wertend zu klingen. So, als diskutierten sie über abstrakte Dinge und nicht über die Tatsache, dass die Della Grips mit offenem Hass auf alles blickten, wofür Hammer Capital stand.
auch wenn sie es natürlich nie so formulieren würden. Sie waren ja lediglich daran interessiert, ihre stolzen Traditionen zu wahren. Offenbar hatte sie etwas in seinem Blick registriert, denn sie lächelte rasch entschuldigend. Ich weiß, dass es konservativ und voreingenommen ist. Ich sage ja auch nicht, dass ich derselben Auffassung bin. Er zog eine Augenbraue hoch, denn das war schließlich der springende Punkt. Inwieweit unterschied sich Nataljas Einstellung von den Auffassungen der übrigen Familienmitglieder? Tatsächlich, sagte er. Ich denke nicht, dass man alle, die sich im Private Equity oder Risikokapital beschäftigen, über einen Kamm scheren kann. Aber dennoch, meine Loyalität liegt dort bei meiner Familie. Sie zog bedauernd eine Schulter hoch und strich mit der Hand über den Tisch. Manchmal muss man für die Familie ein Opfer bringen.